Ja, Hallöchen Leute und willkommen mal wieder auf einer Creative Welt. Ja, aber heute habe ich mal was ganz Besonderes. Ich habe mich in letzter Zeit etwas mit Modding beschäftigt und habe meinen ersten eigenen Mod erstellt. Ja, hier gibt es zwar nicht so viele neue Sachen, aber ist ja schon mal was für den Anfang. Und zwar, man kann drei neue Ores unter der Erde finden: Emerald, Ruby und Saphir. Also, Emerald ist halt Emerald. Ruby ist Rubin und Saphir ist Saphir. Es gibt leider noch keine Deutschübersetzung für meinen Mod, also kann man das bis jetzt nur im Englischen spielen. Ja, die Chests sind erstmal nur unwichtig. Ja, hier dann außer diesen drei neuen Ores wird Beton, Reinforced Beton und Super Reinforced Beton hinzugefügt. Das sind halt neue Steine, die einerseits, also der normale Beton ist nicht Creeper- und TNT-sicher, der Reinforced-Beton ist nur Creeper-sicher und der Super Reinforced ist alles sicher sozusagen. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Beton-Mod an, das ist ganz einfach. Dazu muss man. Ich mache das jetzt mal hier. Ich mache das mal achtmal. So. So, hier hat man dieses Mult. Diese Mulde sozusagen. Da packt man jetzt Sand und Kies hin, dann bekommt man eine gefüllte. So, und wenn man das hat, dann muss man das in den Ofen tun, um daraus erstmal normalen Beton herzustellen. Da bekommt man dann für jede Mulde einen Beton. Müssen wir jetzt kurz warten. So, der Beton selbst ist noch relativ uninteressant. Mit dem kann man noch nicht viel machen. Also man kann damit schon bauen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zwei Beton hat, Moment, so, dann kann man daraus die verbesserte Version machen, Reinforced Beton. Dann hat man die stabilere Variante. Und wenn man dann nochmal zwei hat und dann nochmal, also davon zwei, kann man den Super Reinforced machen. Das heißt, man braucht für einen Super Reinforced vier normalen Beton insgesamt. So, Reinforced und dann. So, Super Reinforced. So sieht's aus. Ja, und abgesehen vom Beton und den neuen Ores gibt's natürlich, wuff, tausende Items. Also man kann jetzt hier aus diesen drei neuen Sachen Werkzeuge machen. Rüstungen noch nicht. Da bin ich noch gerade dabei, das herauszufinden, wie das geht mit den Rüstungen. Da kommen immer so Errors. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur alle Werkzeuge. Ja. Und die Ores und so sehen die Edelsteine aus, Emerald, Rubin, das habe ich einfach die Diamanttextur ein bisschen rot gemacht und Saphir, das war schwierig, schwierig, ja und Beton halt. So, viel Spaß mit meinem ersten Mod, ihr werdet sicherlich noch ein paar Bugs finden, wenn ja, dann sagt sie mir, meine Güte. Ja und ciao, bis zum nächsten Mal.